Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Jetzt in der Weihnachtszeit gibt es noch ein paar Videos und ich kann mich wieder um andere Dinge kümmern. Yeah! Und ihr müsst gleich mal rausgucken. 9,3 Grad Außentemperatur. Es ist super warm draußen. Heute ist der 14. Dezember 2021 und es ist so warm, ungewöhnlich warm, furchtbar. Es hat auch sehr viel geregnet. Naja, es hat geregnet, immer wieder. Ziemlich trübe. Und jetzt schauen wir uns mal den Rasen an und dann ab in die Werkstatt. Viel Spaß dabei! Yeah! Tada! Die Kuh ist wieder da. Igitt, es nieselt. Jetzt fängt das an zu nieseln. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, oh! Der Rasenfreak filmt wieder alleine. Furchtbar. Jetzt fängt es an zu nieseln, wo ich euch hier meine Rasenfläche zeigen will. Tja, 10 Grad Rasenwachstumstemperatur. Es fehlt natürlich die Sonne, aber der Rasen wächst. Er wächst, er wächst, er wächst. Wahnsinn. Helmut Ludmilder, denen ist das auch schon wieder recht warm. Und ja, sonst sieht er ganz gut aus. Die Wurmaktivitäten haben nachgelassen. Er ist stellenweise ziemlich braun und krepelig, aber man sieht deutlich, wie er wächst. Das ist Wahnsinn. Und er ist nicht schlecht grün. Nicht schlecht. Nein, eine gute Schube. Das sah hier aus, durch diese Küchenbastelei, ein Chaos. Ist mal alles aufgeräumt. Da fehlt noch eine Kiste. Lights on. Lights on. Wir wollen... Also wir sage ich immer, weil ihr oder du, manche sagen ja du Zuschauer. Ich sage mal ihr, könnt ihr mal kommentieren, was ihr besser findet. Ja, also wir wollen heute die Spindeln endlich auseinanderbauen. Dazu werden wir erstmal uns die ganzen schönen Ersatzteile anschauen. Die werden wir schon hier aufbauen, hier die neuen Ersatzteile. Dann die Spindel zerlegen und ja, da könnt ihr jetzt hier ganz entspannt zuschauen. Viel Spaß damit. So, sehr gut. Also das, ja, das Problem bei der Spindel ist, dass die Spindel überhaupt keine Lage hat. Und da gibt es also ganz viele Spezialteile, um eine vernünftige Abdichtung hinzukriegen. Dann haben wir den sogenannten V-Ring. Das ist auch ein Abdichtring. So ein Gummiring mit einer V-Form. Gummiring mit so einer V-Form. Dann haben wir, so Hülsen. Da wird der Hydraulikmotor reingesteckt. Für die drei Spindeln drei neue Hülsen gekauft, weil dieses Profil schon verschlissen war. Das ist ein Abdichtband zwischen Untermesser, Balken und Gehäuse. Primitives Abdichtband. Dann haben wir noch einen Wellendichtring, Metall. Dann haben wir so Distanzscheiben aus Kunststoff, Plastikscheiben. Das ist ein neuer Seitendeckel. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Also hier durch den Fangkorb, weil ja diese Spindeln schon fast 5000 Stunden hinter sich haben, ist durch das ständige Fangkorbbewegen hier an diesem Druckgussgehäuse hier komplett das Gehäuse schon weggeschliffen. Das ist das Original. Also das heißt, ein Zentimeter ist hier Verschleiß. Aber deswegen habe ich gesagt, okay, diese Seite ersetze ich jetzt. Wenn ich schon mal auseinanderbaue, dann mache ich die auch gleich neu. Die einzige Sache, die ich jetzt nicht von Toro gekauft habe, sind die Kugellager selbst. Das sind halt Standard-Kugellager, die man wirklich relativ günstig so bekommt. Das ist so ein doppelreihiges Rillenkugellager. Ich habe mich schlau gemacht, wie die Kugellager heißen. Da gibt es immer so eine Nummer, 1206. Und mit dieser Nummer findet man eben bei Kugellager-Online-Shops diese Lager zu einem Bruchteil, wirklich zu einem Bruchteil des Preises, den Toro dafür verlangt. Dann habe ich tatsächlich zwei Bürsten auch noch gekauft, zwei Abstreifbürsten für die Heckrolle, weil die doch so verschlissen sind, dass sie überhaupt nicht mehr... dass sie überhaupt nicht mehr funktionieren, dass sie überhaupt nicht mehr im Eingriff sind. Gerade durch die hochgesetzte Schnitthöhe
von 16 mm, 12 bis 18 mm, muss man hinten Distanzscheiben unter die Heckrolle der Spindel setzen, zeige ich dann auch nochmal. Und wenn jetzt diese Bürsten ein bisschen verschlissen sind, dann streifen sie die Rolle nicht mehr ab. Huch, das sind auch Distanzbuchsen, gummigelagert, neue Muttern, drei O-Ringe, Wellenscheiben und die Schrauben für das Untermesser. Nochmal Wellendichtringe klein, Kunststoffhülsen und das war's. Noch ein Paket. Deswegen hat die ganze Geschichte auch so ewig gedauert. Ich habe das ja schon vor Monaten bestellt. Die Untermesser waren nicht verfügbar. Das ist jetzt dieses Standarduntermesser für höhere Schnitthöhen bis 25 mm. Ich glaube von 7,9 bis 25. Ich kann mal nachgucken, kann nochmal einblenden. Wow, die sind ja doch ein ganzes Stück. Boah, sind die dick. Heidewitzka, also das ist ja eine richtige Nummer hier, Fokus. Das ist ja doch ein dickes Untermesser gegen dieses hauchdünne Untermesser, was ich da auf der Spindel drauf habe. So, Spindel zerlegen heißt in diesem Fall alles auseinanderreißen. Wir fangen mal hinten an. Wir werden jetzt erstmal hinten diesen Antrieb abbauen für die Bürste. Das ist eine neue Bürste. Wir messen mal. Also die hat jetzt ungefähr eine Höhe von 13, 14. Die verschlissenen haben eine Höhe von 12. Das ist nicht viel, ne? Ja, 14, 2 mm, aber das reicht eben schon aus. Und hier ist so eine Höhenverstellung. Und ich habe die schon ganz runtergeschoben. Und trotzdem berührt diese Bürste nur noch ganz knapp die Heckwalze. Die werde ich auch wohl neu lackieren lassen. Das ist, finde ich, furchtbar, dass die immer so rostig ist. Und die 2 mm machen schon eine Menge aus. Ich habe auch überlegt, ob ich hier diese Längsschlitze noch ein bisschen verlängere, damit ich besser mit der Bürste runterkomme. Denn hier sind halt eben zwei Distanzplatten jetzt untergelegt, um die hohen Schnitthöhen zu realisieren. Das ist das, was Horror empfiehlt. Man kann sogar drei Platten unterlegen für Schnitthöhen bis 25 mm. Ich weiß gar nicht, sogar vier, aber drei auf jeden Fall. Und dann rutscht natürlich immer mehr diese Heckwalze von der Bürste weg. Hier ist wieder ganz wichtig zu wissen, Toro verwendet Zollschrauben, weil es eben eine amerikanische Firma ist. Und da muss man sich einmal so einen Zollschlüsselsatz kaufen. Sonst macht das keinen Spaß. hat sich hier voll der Dreck schon reingesetzt. Oh, gut angezogen, Andreas, gut angezogen. So, und jetzt kann man das hier schon komplett rausnehmen. Cool. Normalerweise muss man, um das Untermesser zu wechseln, überhaupt nichts hier auseinanderschrauben. Da löst man einfach hier diese beiden Schrauben, diese beiden Muttern von der Nachstellung. Und dann schraubt man hier seitlich diese Lager raus und dann fällt das Untermesser schon nach unten weg. 11/16. Das ist echt unglaublich. 11/16. So, und jetzt kann man hier diese Distanz auch locker lösen. So, jetzt soll die schon unten rausfallen. Die ist schon gesackt. Ist immer cool, wie Connor Ward hier mit seinem Akkuschrauber arbeitet. So, und wenn es gut läuft, rutscht jetzt, klack, habt ihr es gesehen, das Untermesser nach unten raus und kann so rausgenommen werden. Das ist die Idee. Krass. Das Blade zu dem neuen Untermesser. Hier ist kein Untermesser mehr. Ich frage mich, warum es dieses Caramba nicht mehr gibt. Das habe ich meinem Vater gefunden. Caramba war ja damals der Standard. Wahrscheinlich ist das verboten, weil es irgendwelche Gipsstoffe beinhaltet. Das Original Caramba, das ist schon 20 Jahre alt. Jetzt habe ich hier oben die Schraubenköpfe, habe ich ein bisschen eingesprüht mit Rostlöser. Und das sind die Schrauben. Das hat schon was gesehen. Ist weg. Da ist kein Untermesser mehr. Das ist Rasierklinge.
immerhin löst sich alles. Das ist ja schon mal erfreulich. Oh. So, Gewicht runter. Rost, Schleim, Dreck. Boah. Ist da jetzt ein Loch oder nicht? Doch, klar ist ein Loch. So, zusammenpressen, rausziehen. Das ist der Sicherungsring für diese Nutbuchse, diese Profilbuchse. Da ist sie. Operation geglückt. So, wir haben natürlich auch einen Imbusschlüsselsatz in Zoll. Weil sonst kommt man eigentlich total in den Wald. Passt nicht. Und dann ist es metrisch. Passt nicht. Na? Nee, dann ist es metrisch, ja. Na gut, dafür haben wir sogar eine Nuss. Fantastisch. Oh, auch relativ locker. Ist ja nicht schlecht. Suchen wir uns mal ein Werkzeug. Viel zu klein. Achtunddreißig. Wer hat denn hier 38? Das hilft nur der Engländer. Jetzt verstehe ich auch das Problem. Der reicht auch nicht. Oh nein! Was von hin. Die ist bis zu diesem Schweißring schon runtergeschliffen. Das ist die neue Spindel. Hier. Das ist alles weg. Dieser ganze Absatz ist komplett weg. So. Genau. So, ein bisschen Schwang. Ja, die Junge, vergessen. Zum Stehen. Also, Schaum. So, das ist das Gehäuse-Mittelteil. Und auch hier, ne? Was ist hier für ein Dreck drin? Ich brauche jetzt hier eine Nuss in 38. Die müssen wir jetzt mal kaufen, also gibt es jetzt eine kleine Pause. Beim zweiten Teil werden wir dann die Seitenwände jetzt hier noch entfernen. Es ist Tag 2. Der großen Bastel-Session. Und wir sind wieder dabei. Ja, dann wenden wir uns mal dem Objekt der Begierde zu. Ich habe doch tatsächlich eine Nuss für diese Mutter gefunden. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie rum löst sich die Mutter? Links oder rechts? Oh Mann, ey. Aha, da hat sie was getan. Oh. Nee. Was ist denn andersrum? Das ist nur die Spindel, die da dreht. Das ist ja unfassbar. Was machen wir, wenn wir das nicht abkriegen?
Ja, jetzt so, jetzt habe ich die festgezogen. Okay. Warum geht die nicht andersrum? Ah, da ist sie los. Da ist sie los. Yeah! Da ist sie, Mutti. Jetzt bin ich gleich mal interessiert, ob das schon sehr stark eingelaufen ist, die Oberfläche. Ich überlege mir immer, ob ich solche Mutter auch gleich noch mit wechsle. Ja! Cool. Jetzt drehen wir das Ganze um. Ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, wem denn hier das, was ich tue, eigentlich hilft. Das ist also jetzt hier diese Mutter, die ist jetzt ein ganz bisschen vergnabbelt. Und die hat hier schon ziemlichen Einlauf durch die Dichtringe. Ah, okay. Ist natürlich die Frage, ob man das jetzt nicht gleich mit erneuert, das Ding. Der Hebelarm. Ja, mit Hebelarm geht alles. Boah. Wollt ihr mal eine richtig Fokus, eine richtig vergammelte Lagerung sehen? Oh Mann, ey. Ein bisschen aufpassen, dass der nicht einem ins Gesicht springt. Boah. Da ist er. Ja, und jetzt kann man das Lagerchen schon raushauen. Oh, das fällt schon ganz von selbst, also alleine raus. Na, das ist ja toll. Das Lager. Das Lager. Brutal. Zack, gleich weg. Aber ich meine, man muss sich mal klar machen, der ist Baujahr 2006, meine ich. Der Greensmaster. Und seit 2006 und 4700 Betriebsstunden später baue ich zum ersten Mal diese Teile aus. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal diese Teile aus. Ist die Frage, wie jetzt das Lager hier rausgeht. Das mache ich jetzt nur, um zu wissen, wie das nachher bei den anderen läuft. Aha. Okay, der sitzt jetzt hier einfach nur frei drin. Och, ich würde sagen, die ist völlig locker. Die ist völlig locker. Völlig locker. Hebelarm. Deswegen haben wir Sicherheitsschuhe an. Ja, die war nicht so fest. Die war nicht so fest. Oh, Wasser drin, ne? Alles feucht. Weil die ganzen Dichtungen im Laufe der Jahre versagt haben. Ja, das muss man dann ab und zu mal warten. Allein schon aus dem Grund lohnt es sich, ab und zu mal eine neue Spindel raufzumachen. Natürlich, der normale Werkstattmitarbeiter auf dem Golfplatz, der lässt keine Spindel so weit runterfahren. Der wechselt viel, viel eher die Spindel. Und dann sind die Dinger auch nicht halb so verschlissen. Da muss ich jetzt mir recht überlegen, ob ich die noch neu kaufe. So. Auch die geht natürlich super leicht runter. Schon ganz schlechtes Zeichen. Der V-Ring, ne? Das ist hier der V-Ring. Ich hole ihn mal runter. Oh. Dass man sieht, was so passiert. Fokus. Das ist der V-Ring. Ja, völlig. Ich hoffe, ihr seht das. Völlig porös. Und völlig weggeschliffen. Ich hole mal einen neuen. Ihr Freaks, das ist der Vergleich. Alte Lippe zu neue Lippe.
Unglaublich, oder? Nicht mehr da, die alte Lippe. Unglaublich. Und hier die sogenannten Wellendichtringe raus. Das Lager sieht sogar noch ein Tickchen besser aus. Ach, da ist jetzt kein Sprengring drin. Ah. Loslager, Festlager. Also man hat immer ein Lager, das man festsitzt. Und das andere Lager, das kann jetzt frei sich verschieben. Und hier auf der Seite, auf der anderen Seite ist jetzt kein Sicherungsring drin. Also da kann ich das Lager einfach so rausdrücken. Komm raus, Lager. Da ist kein Sicherungsring drin. Zack. Da ist das Lager raus. Das Lager sieht gar nicht so schlecht aus. Also das ist gar nicht so sehr verrostet. Gut gefettet, das muss man sagen. So, und hier steht jetzt die Nummer. Turkey OS 1206. Was haben wir hier? 1206. Yeah! Jetzt haue ich den zweiten Wellendichter der Ding raus. Hopp, hopp. Da ist er rausgerutscht, das ist der zweite Wellendichtring. Der ist ein bisschen festgerostet, okay. Aber kam auch noch ganz gut raus. Sehr gut. So, und das will ich ja jetzt wieder verwenden hier. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Jetzt wieder so ein bisschen alles sauber gemacht. Dann alles schön von außen poliert. Oh, die sieht noch ganz gut aus innen drin, die Lagerung. Die hat anscheinend relativ gut dicht gehalten. Richtig gut. Richtig gut. Ja. Ach, da ist der O-Ring drin. Ah. Oh, guck mal. Habe ich jetzt gerade gesehen. Da ist der O-Ring drin. Jetzt brauche ich mir drei Hände. So. Da ist der O-Ring. Sehr cool. Ach, da kommt, ah ja, das ist tatsächlich das Loslager. So. Ja. Kommt. Sehr schön. Zack. Das ist hier so ein Abstreifer, der wird 1 mm, 1,5 mm, glaube ich, ganz genau, über die Spindel gesetzt. Und hier kommt ja das Gras angeflogen, das kommt ja von hier hinten angeflogen. Und damit das Gras gut rausgeschleudert wird aus der Spindel, wird hier dieses Leitblech genommen, damit eben die Spindel das Gras schleudert und das Gras nicht ja hier so liegen bleibt. Auch schon Ditscher hier abbekommen. Naja. Gut, das will ich, muss ich neu lackieren lassen oder neu lackieren. Das war das gute Gehäuse. Genau. Gut, fertig. Damit ist sie jetzt komplett zerlegt, die Spindel. Jetzt muss gereinigt werden alles. Neu lackiert werden teilweise. Das, der Untermesserbalken, den will ich lackieren. Jetzt kommt natürlich noch das große Drama, aber jetzt werde ich ihn erstmal, bevor ich das Untermesser abbaue, werde ich ihn erst bürsten, also erstmal sauber machen, schön putzen, dann werde ich ihn nachlackieren und dann mache ich die Untermesserschrauben ab, damit ich nichts auf die Oberfläche hier kriege. Die Fläche, wo das Untermesser drauf liegt, darf nicht lackiert werden. Andersrum. Andersrum. Erstmal bürsten wir noch mal ein bisschen die Schrauben ab. Nehmen wir mal irgendeine hier. Natürlich den Dreck da raus, damit die schön tief greift. Oha. Jetzt werden wir sehen, ob sich das gelohnt hat.
Was ist das denn? Seid ihr auch gespannt?